Moin, liebe Skyrim-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, wie ihr den Titel schon entnehmen konntet, gehen wir heute gemeinsam in den Zoo. Das heißt, ihr könnt Frauen und Kinder direkt mit an den Bildschirm setzen. Ihr braucht dafür gar nicht nach Duisburg oder Köln in den Zoo fahren, sondern das machen wir hier alles am Fernseher. Ja, und der Zoo ist nicht hier vorne, wo sie da schon alle stehen und den toten Drachen am Begaffen sind. Nein, der Zoo hat ein extra Portal und da werden wir jetzt gleich mal rübergehen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, hausen wir gerade hier in Flusswald rum. Mal kurz für euch zur Orientierung. Hier haben wir Flusswald und wenn ihr die Mod runterladet, dann kommt dann hier direkt ein Schnellreisepunkt zum Skyrim Zoo. Was ich euch empfehlen kann, geht da auf gar keinen Fall mit einem Begleiterin. Den Fehler habe ich gemacht und mein Begleiter... Also keine Sorge, die ganzen Kreaturen, die in dem Zoo sind, verpiss dich, die wilde Hilde. Die ganzen Kreaturen, die da in dem Zoo vertreten sind, die sind euch alle freundlich gesonnen, aber eurem Begleiter nicht. Und den Fehler habe ich tatsächlich gemacht. Ich bin da mit einem Begleiter reinmarschiert und ja, mein Begleiter, der wurde dermaßen zusammengeschlagen. Und da sind so viele Kreaturen, beispielsweise in einer Wolfshöhle. Also ihr habt da mehrere Höhlen, diese Mod, die wurde jetzt auch aktualisiert, wir haben insgesamt 26 Höhlen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise 26 Gehege, wie im richtigen Zoo und dort könnt ihr alle möglichen Kreaturen in Skyrim begaffen, wir haben einen Souvenirshop, wie es sich für einen richtigen Zoo gehört und ja, da bin ich reingegangen mit einem Begleiter und der Begleiter wurde in einer dieser Gehege sowas von zusammengeschlagen, also da hat wirklich jedes Tier, jede Kreatur drauf eingedroschen, dass sich das ganze Spiel aufgehangen hat. Also, wenn ihr da reingehen solltet, hier seht ihr das schon, total schön gemacht, Ziel Zoo. Nehmt auf jeden Fall keinen Begleiter mit, denn der wird dermaßen zusammengeschlagen, dass sich einfach die ganze Kiste aufhängt. Also Leute, wir gehen mal in den Zoo, Eintrittsgeld haben wir bezahlt und ich sag mal, viel Spaß dabei. Also ich weiß auch nicht, ob wir heute, also in diesem Video, ob wir da alle Gehege schaffen. Weil, wie gesagt, das sind über 26 Stück. Das ist so krass groß. Und das dauert halt schon lang, da alles zu erkunden. Schaut euch das mal an, das sieht so mega schön aus. Ne, und hier ist wirklich alles vertreten. Da habt ihr einfach alles an Kreaturen, die hier in Himmelsrand rumschleichen. Mega nice. So, und hier ist dann noch ein Buch hier vorne, das könnt ihr auch nicht mitnehmen. Da wird das Ganze halt eben nochmal beschrieben, diese ganze Mod an sich. Können wir mal kurz durchblättern. Versteht wieder keine Sau, ist halt eben alles auf Englisch. Okay, ich lege es mal wieder zurück. Ja, und hier auf der rechten Seite haben wir schon ein seltenes Mammut. Manfred, das Mammut aus Ice Age, was da vor sich hin dümpelt und einfach nichts tut. Nein, Spaß. So, wir gehen mal hier durch. Ihr seht, wir haben hier links und rechts, hier oben haben wir die Banner wie bei Harry Potter. Wir haben hier links und rechts überall was und hier ist eine geheimnisvolle Ziege. Die können wir mal begaffen. Ich gehe mal in die Ego-Perspektive. Hallo, schöne Ziege. Und ihr seht, mega spannend, ist wie ein Streichelzoo. Die macht einfach nichts. Also da hinten, da haben wir immer so Zugänge und was ich ganz cool finde, über diesen Zugängen seht ihr dann halt immer so eine Art Statue und die zeigt euch dann, was sich dann eben in dieser Höhle befindet. Ich würde mal sagen, wir fangen hier links an. Hier haben wir direkt, ja was sind das, Pferde, das ist so eine Art Streichelzoo. Hallo? Okay, das da hinten ist schon am Rumbacken, das hat irgendwelche Zuckungen. Da könnt ihr dann schon gaffen. Hier haben wir schon einen Shop, da können wir gleich auch mal gerne reingehen. Und, Alter, das ist einfach so mega krass groß. Hier habt ihr auch alles mögliche an Stuff, was hier ausgestellt ist. Und den Shop finde ich persönlich auch ganz cool, weil da könnt ihr tatsächlich auch Waffen kaufen. Und mein absolutes Favoritenpferd steht hier vorne. Ihr könnt tatsächlich auf das Vieh drauf sitzen und dann hier eben durch den Zoo reiten mit diesem schönen Gefährt. Ja, wir gehen mal hier gucken. Huch. Genau, hier haben wir schon einen Gift-Shop. Halt wie im richtigen Zoo. Normalerweise ist es ja so, dass diese Shops am Ende vom Zoo platziert wurden, damit die Leute halt auch alles kaufen, als möglich an Schrott, als möglich an Erinnerungen. Und hier haben wir es halt direkt im Eingangsbereich. Wir können da direkt mal gaffen gehen, ob wir da irgendwas Cooles zum Kaufen finden. Ich glaube, die haben da auch relativ viele Waffen zum Kaufen. Ja, hier seht ihr das schon. Ich finde es halt mega cool und so detailreich, das Ganze. Ich bleibe auch mal in der Ego-Perspektive. Ich hoffe, das ist okay.
Na, also allein hier für dieses Zimmer zum Begaffen brauchen wir allein schon 10 Minuten. Ja, hier gibt es so viel zum Begaffen. Guck mal, auch hier vorne mit diesen kleinen Puppen, ne? Die hätte ich auch tatsächlich gerne in so einem Player-Home. Fände ich persönlich ganz cool. Hier könnt ihr noch ein Met reinzechen. Einfach geil. Okay, das sieht aus wie mein Hintern. Das ist so... Ah, ist schon cool. Mega. Genau, und diese Damen, die hier vorne sitzen, bei denen könnt ihr was kaufen. Hier, die hat noch einen Barcode im Gesicht. Oh, so cool hier mit dieser kleinen Kreatur, die hätte ich halt auch gerne. Oder wie die in Mexiko machen, so einen Hahnkampf dann halt mit Kreaturen. Da hast du hier zwei Kreaturen, die fighten dann, dann kannst du auf eine wetten. Das wäre cool. Braucht ihr etwas? So, hier haben wir noch eine Truhe. Und den Stuff, den könnt ihr tatsächlich mitnehmen. Also ihr stehlt da auch nicht, sondern ihr könnt euch das Ganze einsacken. Und ja, da gibt es alles Mögliche an krassen Waffen. Ihr seht es schon, finde ich persönlich ganz cool. Da ist halt eben alles vertreten. Und ja, wie gesagt, ihr könnt es einfach reinsacken, wenn ihr die Waffen nicht habt. Könnt ihr dann mitnehmen für euer Player Home und die dann da vielleicht ausstellen. Oder hier halt so ein Giant Club. Und das finde ich halt cool hier mit diesen kleinen Püppchen, die da ausgestellt sind. Wie gesagt, hätte ich gerne auch im eigenen Player Home zu Hause. Wo geht's hier hin? Okay, ich glaube, das sind private Bereiche von den Damen. Auch hier oben, mega cool. Das mal in so einem Player Home, das wäre mal geil. Das finde ich cool. Nicht diese Standard-Scheiße. Was kann ich für euch? Guck mal hier. Alter. Schaden. Schaut euch das mal an, was das Ding für einen Schaden macht. Alter. Ja. Alter. Und das könnt ihr einfach einsacken, ne? Hier steht nichts von stehlen. Ihr könnt es einsacken. Wir können hier auch bei der jungen, hübschen Frau, ne? Da seht ihr das schon, was hast du zu verkaufen. Wir können auch mit den jungen Damen handeln. Finde ich ganz cool. Und hier diese kleinen Figuren, diese Puppen, finde ich mega nice. Hallo? Hier, die hat auch einen Barcode im Gesicht. Und bei ihr könnt ihr dann halt auch was kaufen. Die verticken meist Essen oder halt eben, wie schon gesagt, Waffen oder Bekleidung. Und bei ihr auch. Etwas? Bei der Bella. Hallo? Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Ja, und halt hier, das finde ich so cool, diese kleinen Figuren, das hätte ich halt gerne. Ist dann, man hat da nicht wie früher, so als Kind, wo man immer so einen Hamster haben wollte, sondern man hat dann hier so eine kleine Figur. Fände ich ganz cool, so ein Zweigling oder sowas. Voll geil. Fände ich richtig nice. Ja, einfach diese kleinen Puppen, die würde ich echt gerne hier kaufen können. Und die dann bei uns zu Hause im in der Bude ausstellen. Fände ich ganz geil. Okay, können wir die aktivieren? Ah ne, durchsuchen. Ne, das machen wir mal nicht. Mega nice. Ist auch so eine Art Museum, ne? Hier, die Krone können wir uns auch aufsetzen. Die können wir uns aufsetzen. Sehr cool. Richtig, richtig gut. Hoch, hier werden irgendwo die Messer... Das Schwert hätte ich gerne. Hier das Schwert. Das hätte ich gerne. Ja, Leute, komm, wir gehen nochmal raus. Wir haben drüben haben wir noch ein anderes Häuschen. Ich weiß nicht, was die da am Verticken sind oder was die ausgestellt haben. Gehen wir auch mal gucken. Und wie gesagt, nehmt bloß keinen Begleiter mit. Ich sag's euch, die werden so dermaßen zusammengeschlagen. Das ganze Spiel hängt sich auf. Aber ich find's echt cool gemacht, wie aufwendig das Ganze, ne? Super schön gemacht, einfach nur. So, was haben wir hier? Sieht aus wie von so abgeschworenen oder Knochen, ne? Ein Bone Shop, ein Knochenshop. Ja, also das könnten die eigentlich in so einem Zoo auch mal ausstellen. Von so toten Viechern kannst du dir halt einfach so einen Knochen kaufen. Das ist doch auch mal was für so ganz Gestörte, die sich dann irgendwelche Knochen kaufen können. Oh, mega. Sieht aus wie Drachenfeste, ne? Sehr cool. Okay, hier könnt ihr scheinbar... Können wir die auch kaufen? Ne, aber hier könnt ihr Knochen kaufen. Hier meine Wirbelsäule zum Beispiel. Oder mein Fuß. Oder hier mein Schneidezahn. Okay, das könnt ihr dann halt alles begaffen von jeglicher Kreatur. Die Knochen. Thront da auch einer? Ne, okay. Ist 1:1 von Drachenfeste.
Oder hier mein Beckenknochen. Sehr cool. Den Thron finde ich cool hier mit den Beinen, ne? Sieht ganz cool aus. Und hier oben noch so. Das ist sehr nice. Durchsuchen. Alter, was ist das für ein Schädel? Ist da hinten wer? Wer? Hallo? Bone Guard. Nice. Okay, der vertickt auch irgendwas. Warhound finde ich auch cool. Sehr nice. Okay, das heißt, wenn wir klauen, schlägt er uns hier zusammen, ja, ne? Ja. Cool. Guten Morgen. Das ist sehr cool gemacht. Nice. Okay, ist halt wirklich 1:1 wie ein Drachenfeste nachgemacht. Ja, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, ne? Wenn ihr Interesse an so einer Knochenausstellung habt, geht da mal selber rein. Ich spoilere das Ganze jetzt nicht. Ich werde das Ganze jetzt nicht durchlaufen. Und ich muss auch ehrlich sagen, so eine Knochenausstellung ist auch irgendwie ein bisschen langweilig. So. Was ist das hier? Hallo. Okay, der macht nix. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu den verschiedenen Stages. Wie gesagt, wir können hier mit dem Pferd auch reiten, ne? Reiten, Awak. Aber ich mache das jetzt mal nicht. Können wir auch auf die rumreiten? Pumba? Huch, nee, geht nicht. Okay. Wo geht's denn hier hin? Ne, wir fangen mal links an, arbeiten uns vor und da seht ihr das halt eben schon. Oh, nice. Hier geht's irgendwo hin. Können wir auf dem Mammut? Manfred? Manni? Manni? Hallo Manni? Manni? Okay, du musst auch mal zur Zahnreinigung, sehe ich gerade. Wir... Ist das ein Portal oder ist das nur eine Ausstellung? Oh, Magic. Oh, cool. Sehr cool. Gehen wir mal hingucken, was uns da erwartet. Oh, nice. Cool. Nice. Okay. Sehr cool. Hallo. Boah, geil. Das ist cool gemacht. Können wir sogar auch looten. So eine Statue hätte ich auch gerne im Spielerheim. Das wäre cool. Ah, und so sehe ich übrigens aus, wenn ich einen Döner gegessen habe. Ganze Knoblauchfahne, Tzatziki-Fahne erstmal so rumspeien. Aber die, das ist dann grün und nicht blau. Oder hier. Richtig Döner. Schön Mundgeruch. Das sieht cool aus. Gefällt mir ganz gut. Cool gemacht. Können wir hier irgendwas? Vitrine öffnen? Danke, okay, da ist aber nix. Nix krasses drin, ne? Was ist das hier? Da ist auch nichts drin. Der hat auch wieder Mundgeruch. Ja, ist cool zum Gucken eigentlich, ne? Können wir... Oh, kommen wir hier irgendwo hin? Ah, da. Magic. Oh, da kommen wir da wieder zurück. Ich glaube, das ist nur der kleine Bereich, ne? Wir sind jetzt... Okay, wir sind wieder hier. Ja gut, dann gehen wir mal wieder raus, öffnen Zoo. Das war die erste Area, sage ich jetzt mal. Und hier seht ihr halt schon... Moment, ist da... Was ist das hier? Hier ist noch eine Bude. Was erwartet uns hier? Sieht aus wie so Ogre, ne? Ein Orkshop. Wie komme ich auf Ogre? Ein Orkshop. Was verticken die denn da? Braucht etwas? Was ja? Denn jetzt? Ja, bitte. Jetzt bin ich aber gespannt. Was denn jetzt? Grad Test. Was denn jetzt? Ultra. Was wollt ihr? Ah, okay, hier können wir was kaufen. Alles klar. Bonebreaker. 73.640 Schaden. Den können wir nur stehlen. Schade. Okay, hier hausen die scheinbar. Hier ist scheinbar die Toilette. Ja, hier wird in den Eimer geschissen. Was ist das hier? Karamellbonbon, okay. Was wollt ihr? Die haben alle so einen Barcode im Gesicht. Das QR-Code-Scanner, den bräuchten wir. Ja, so viel können wir hier drin nicht machen, ne? Ich dachte, das ist auch so eine größere Ausstellung. Scheinbar nicht. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Man will hier überall hingehen. So, genau, und das meinte ich eben eingangs, ne? Ihr habt dann hier, seht ihr jetzt, hier müssten wir jetzt eine Skeva-Höhle haben. Also da könnt ihr Skeva begaffen, genau.
Skeva. So, gehen wir mal rein. Ne, und keine Sorge, die sind euch alle wohlgesonnen. Alter, was ist das denn für ein fettes Vieh? Die sind... Die machen nichts, ne? Die sind euch alle wohlgesonnen. Okay, die haben irgendwie einen Schaden. Aber das ist ja auch bei den Tieren im Zoo so, ne? Die werden lange eingesperrt und dann werden die halt... Oh, süß, guck mal hier. Oh nein. Oh, süß. Okay, die hat irgendeinen Schaden. Alter. Fliegen das, Geber? Ne, und ihr habt dann, die haben irgendwie alle eine Störung. Ihr habt dann, wie gesagt, das ist immer so relativ gleich aufgebaut, ne? Bei manchen sind die Höhlen größer und, aber die sind hier synchron am Tanzen, ne? Ich glaube, das gehört zur Vorführung, ne? Guck mal, die tanzen alle synchron. Ne? Und so sind die Höhlen eigentlich auch von den anderen aufgebaut. Ich glaube, bei den Wölfen, das ist relativ... Ah, die sind relativ groß dann. Ne? Bei dem Skill war es jetzt auch nicht so viel zu gaffen. Ist das ein Bär? Farbigkeit, okay, cool. Säbelzahntiger. Okay, gehen wir mal hier rein. Huch, hier hängt es ein bisschen. Entschuldigung. Ah, oh, nice. Cool. Nice. Oh, guck mal, die ist am Baden. Süß. Und hier ist so ein dickes Mutterschiff. Alter, wenn die mal zubeißt. Junge, zeig mal deine Zähne. Boah. Ja, könnt ihr die ganzen Kreaturen begaffen, die euch in Skyrim sonst immer angreifen. Eigentlich ganz cool gemacht. Total aufwendig. So, wenn ihr jetzt hier mit einem Begleiter reingegangen wärt, die hätten alle auf den eingeschlagen. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie einfach dieses komplette Spiel damit nicht klarkommt. Und den Fehler hatte ich halt gemacht. Oh, sieht das cool aus. Okay. So, was haben wir hier? Spriggan Exhibition, okay. Und es gibt auch eine größere Halle, da sind verschiedene Drachenarten drin. Ist mein persönliches Highlight und das ist mega groß und mega cool. Oh, war das auch. Oh, geil. Ach, so detailgetreu, finde ich super. Hallo? Oh, süß, guck mal hier. Das ist wieder ein echtem Zoo, ne? Man sieht die gar nicht, man gafft da irgendwo hin, voller Erwartung und dann sind da so kleine Pixel. Süß, guck mal hier. Oh, süß. Hallo? Hallo? Oh, guck mal hier. Cool. Und da ist wieder so ein riesiges Mutterschiff. Die schlägt alles zusammen. Mega cool. Alter. Hier auch noch ist bestimmt der Vater. Der Altmuch. Hallo? Und jetzt wie eigentlich im Zoo immer dann die Kinder. Warum macht der nix? Der macht ja nix. Langweilig, langweilig. Also, so typisch im Zoo. No hate. Geht's hier irgendwo hin? Nee, okay. Cool, aber auch hier mit dem Lichteinfall. Sehr nice. Cool gemacht. Okay, wir gehen mal wieder raus. Könnt ihr auch mal selber entdecken. Macht ihr einen Familienausflug, setzt euch einfach alle an die Kiste, spielt ein bisschen Skyrim und geht dann gemeinsam mit eurer Family in den Zoo. Ist ja auch mal was. Das ist ja viel spannender wie im richtigen Zoo und günstiger. Was haben wir hier? Falma. Okay, dann gehen wir mal zu den Falma rein. Und ihr seht, Leute, wie schon gesagt, eingangs erwähnt, 26 Dinger haben wir davon. Und ich glaube, wir haben gerade erstmal, wie viel haben wir jetzt gemacht? 4 oder 5? Also ihr seht, wie lange das Ganze dauert. Ah, cool. Boah, mega groß auch. Also hier seht ihr auch, hier könnt ihr einiges entdecken. Schaut mal, wie groß das ist. Aber was bist du denn für ein hässlicher? Okay, das badet. Zeig mal. Boah. Morgens, wenn ich aufstehe. Mega cool. Ne, das könnt ihr alles begaffen. Ich gehe mal wieder raus. Ich spoiler das jetzt nicht. Könnt ihr selber mal runterladen und nehmt euch dafür einfach mal, ja, 2 Tage Zeit.
ihr seht, wie groß das Ganze ist und das braucht halt wirklich sehr, sehr viel Zeit, um alles zu entdecken, was ihr hier findet. Ist einfach nur mal generell für euch da mal so einen kleinen Eindruck, kleinen Eindruck zu bekommen. Ey, sag mal, du fettes Ding. Also, unerhört. So, hier gehen wir auch nochmal rein. Agraven, gehen wir auch mal gucken. Hallo. Okay, oh, süß, guck mal da. Hallo. Ah, die Schwiegermutter. Hallo, Schwiegermutter. Na? Okay. Und irgendwo haben wir doch bestimmt wieder so ein fettes Mutterschiff. Oder auch nicht. Ah doch, wir haben noch... Schau mal hier, wir haben noch eine versteckte Tür. Ist das gut, wenn wir da reingehen? Ja, das ist gut. Okay. Na, ihr Süßen? Ja. Ah, da haben wir das Mutterschiff. Da ist das Mutterschiff, alles klar. Hallo, da oben. Hallo. Boah, Alter. Boah. Alter. Sieht so ein bisschen aus wie bei Resident Evil, ne? Schöne Fingernägel. Sind das French Nails oder? Ich würde die mal schneiden. Und deine Fußnägel auch. Okay, gehen wir mal wieder raus. Den Hebel. Ne, danke. Lassen wir so. Können wir mal wieder draußen gucken. Ja, dann macht's gut. Vielen Dank. Sehr schön. Bist eine ganz hübsche. Meld dich doch mal bei Tinder an. Ja, genau. Mit so einem Selfie. Kriegst bestimmt was. So, gehen wir mal wieder raus. Gucken, was wir noch finden. Und ich würde mal sagen... Boah, ist das schön. Ich weiß auch nicht, was da in diesem Schloss drin ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich war da noch nicht drin. Ich würde mal sagen... Was haben wir hier noch? Okay, hier sind... Giganten... Was haben wir denn hier drin? Ich sehe das da oben nicht. Ist das noch ein Shop? Ruinen-Exhibition. Cool. Also ihr seht, Leute, hier ist alles vertreten. Alles, was sich im Himmelsrand befindet. Alles mögliche an Kreaturen. Der ist ja mal cool. Hallo? Willst du mir folgen? Mega geil. Den hätte ich gerne als Begleiter. Sehr cool. Boah, nice. Was ist hier? Okay, das ist auch einfach nur eine Ausstellung, ne? Boah, den hätte ich echt gerne als Begleiter. Sehr cool. Also seht auch, wie groß das Ganze wieder ist. Da könnt ihr noch weitergehen, weiterlaufen. Das Ganze findet gar kein Ende mehr. Also da müsst ihr euch echt viel Zeit nehmen, wenn ihr alles erkunden möchtet. Und ich gehe mal wieder raus, dauert ja auch ein bisschen. Ich würde aber gerne zum Schluss tatsächlich mal gucken. Wie gesagt, ich will nicht alles spoilern, ich will nicht überall reingehen. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr Troll, haben wir hier noch, ne? Ich zeige euch jetzt mal. Also wir gehen jetzt nicht mehr, Werwolf, wobei Werwolf finde ich auch geil. Wir gehen jetzt nicht überall rein, ich zeige euch nur mal, was es als mögliche noch gibt. Wir haben hier einen Werwolf, dann haben wir hier noch Spinnen. Da haben wir hier noch, sind das Löwen? Ja, Löwen. Bären haben wir da noch. Und hier sind Vampire, oder? Vampir? Okay, hier kommen wir aber nicht dran, ne? Hier? Boah, mega groß. Ja, komm, wir gehen mal kurz hier rein. Nein, Vampir gibt es ja auch noch in dem gesamten Schloss scheinbar. Warte mal, ich muss nur mal gucken. Ich bin so neugierig. Es tut mir leid, ich will es nicht spoilern, aber ich muss da jetzt drin gaffen gehen. Ob das jetzt wirklich alles in diesem fetten Schloss drin ist. Wobei, passt ja auch zu Vampiren. So ein Schloss würde ja eigentlich passen. Okay, jetzt kommt's. Alter, geil. Oh, süß, mir wird auch so ein kleiner Hund reichen. Und der Schwiegerpapa ist auch da. Alter, wie cool. Boah, wie cool. Den hätte ich gerne. Ja, und ihr werdet heute noch gefressen. Ah, ne, das ist auch ein Vampir.
Oh, wie cool. Den hier würde ich gerne mal auf den Postboten hetzen. Okay, den haben sie schon gefressen. Kannst du mir auch folgen? Boah, mega geil. Master Vampir. Richtig cool. Lord Harkon. Master Vampir, Master Vampir. Ich spreche nicht mit meiner Beute. Oh. Hier Festmahl gewesen. Okay. Alter, was hier abgeht. Geil. Hier auch wieder ein Festmahl. All you can eat Buffet. Und ihr seht, das Ganze ist wieder unfassbar groß. Also hier könnt ihr noch so viel entdecken. Boah, ist das cool. Okay, ich gehe mal wieder raus. Oh, süß. Ey, ich gehe mal wieder raus. Ja, und Leute, ich würde euch gerne eigentlich noch als letzten Eindruck würde ich euch tatsächlich gerne nochmal, was heißt nochmal, die Drachenhöhle zeigen. Frost haben wir hier. Boah, hier ist einfach alles vertreten. Ach, was bist du denn? Boah, hier ist einfach alles am Start. Was ist... Oh, ist das das Drachending? Kann das sein? Dragon, yeah! Da gehen wir jetzt nochmal zum Schluss hin. Wir machen jetzt nicht alle 26 Arenen. Oh, wie cool, Alter. Sehr cool. Dovahkiin, Bruder. Sag mal, du hast aber einen ganz schönen Mundgeruch, mein Freund. Ekelhaft. So, und jetzt, ich glaube hier... Ja, hier geht's runter. Zu den ganzen Viechern. Ja, da unten sind sie alle. Pass mal auf. Mega. Das ist so cool. Boah, Leute, gebt euch das. Hier könnt ihr einfach jeden Drachen mal begaffen. Hallo? Hallo? Boah, mega nice. Oh, Alter. Okay, du bist ganz schön hässlich. Boah, mega. Sehr cool. Okay, der ist schon blind. Oh, hier ist einfach alles am Start. Sehr, sehr geil. Haben wir hier auch wieder so ein dickes Mutterschiff? Das weiß ich gar nicht. Also so einen mega fetten Drachen. Da geht's nicht raus. Hier geht's noch irgendwo hin. Ah, okay, hier geht's dann wieder raus scheinbar, oder? Ich glaube, das war es dann schon. Ja, alles klar, dann kommen wir hier aus der Luke wieder raus. Alles klar. Alles klar, okay. Gut, ich bin jetzt ein bisschen schnell durchgerannt. Kann man dann eigentlich noch in Ruhe begaffen, die einzelnen Viecher. Ja Leute, ich würde mal sagen, das war's von Skyrim Zoo. Ihr seht, wir haben hier noch so viel zu entdecken. Das werde ich jetzt nicht alles machen. Ich will das Ganze auch nicht spoilern. Und ich glaube, wenn wir alles erkunden sollten, dann sind wir weitaus bei über 2 Stunden. Wenn man da wirklich alles genau angaffen möchte. Solstheim haben wir hier auch noch. Also wirklich, hier gibt es so viel zu entdecken. Hier gibt es so viel zu machen. Wenn ihr daran Interesse habt, wie gesagt, ist jetzt... Nichts, wo ihr Barbers, wo ihr nicht kämpfen müsst oder sonst irgendwas, sondern einfach mal zum Erkunden, finde ich persönlich ganz cool. Macht's einfach mal, wenn ihr Bock drauf habt und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao und vielen Dank.